Wir haben in der letzten Folge das Schalterrätsel gelöst und weiter oben im Labyrinth gibt es einen Hinweis auf den Code, auf den Farbcode. Siehe letzte Folge. Wir haben die Tür geöffnet. Was wird uns hier erwarten? What's in wait for me there, I wonder? Das Schwert. Sila mustert das Schwert ganz genau, obwohl du selbst nichts Besonderes daran erkennen kannst. Augenblick, das. Nein, das kann nicht sein. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Dieses Heft kenne ich. Diese Klinge ist Glanz, das Schwert der mächtigen Janiel. Aber es sollte sich eigentlich in Estrods Turm befinden, mit all den anderen Relikten. Zumindest habe ich das gehört. Camellia, nun ja, gewiss muss dieses Stück rostigen Metalls eben jenes Schwert sein. Camilla verdreht die Augen. Ich denke, ihr wünscht euch lediglich, dass dies das sagenumschwobene Schwert ist. Spottet Camellia. Sila, ihr begreift das nicht. Ich habe dieses Schwert hunderte Male gesehen, auf Gemälden und in den Händen der Janiel-Statue. Ich hatte sogar schon überlegt, das Estrod-Museum zu besuchen, um das echte Schwert mit meinen eigenen Augen zu sehen. Wie ist es hierher gekommen? Wer ist Janiel? Frage ich. Sila, nein! Habt ihr noch nie von Janiel gehört? Sie ist in ganz Golarion eine Berühmtheit. Sie war eine großartige Frau. Sie stammt aus Mendev. Und als der Kreuzzug begann, konnte sie nicht einfach untätig herumsitzen. Sie widmete ihr Leben dem Kreuzzug. Es heißt, sie sei kühn und entschlossen gewesen. Sie rannte stets als Erste in die Schlacht und opferte niemals das Leben anderer, für einen taktischen Vorteil. Cheers. Welch edle Heldin. Kein Wunder, dass Sila ihr nacheifern will. So erinnert man sich an sie als unglaubliche Kriegerin, in der das Feuer des rechtschaffenen Zorns brannte. Wrath of the Righteous. In allen Darstellungen, die von ihr existieren, sieht sie so aus, als sei sie in der Lage, ganz allein die Dämonen zurück in den Abyss zu drängen. Doch dann geschah etwas zwischen ihr und ihren Befehlshabern. Und ihren Befehlshabern. Vielleicht beneideten sie sie. Vielleicht war es auch mehr. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Sie ging ohne ihre Kameraden in die Weltenwunde. Und sie überlebte nicht nur, sondern rettete dort sogar Kreuzfahrer und führte sie zurück. Ist das zu glauben? Sie starb, wie sie gelebt hatte, voller Stolz. Sie war eine von jenen, die Dresden bis zum bitteren Ende verteidigten. Dort ließ sie ihr Leben. Sila verzieht das Gesicht. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe wirklich, dass sie einen schnellen Heldentod gestorben ist. Denn wenn nicht, dann heißt das, dass sie gefangen genommen wurde und unvorstellbare Qualen erleiden musste. Das würde ich niemandem wünschen. Ihr wisst viel über Janiel. Ihr verehrt sie anscheinend. Das kann man wohl sagen, Sila lacht. Ich habe mich schon immer mit Janiel verbunden gefühlt. Ich weiß, wie es ist, nicht das zu sein, was man in den Augen seiner Befehlshaber sein sollte. Wenn immer ich unter Druck stand, habe ich an Janiel gedacht. Manchen mag nicht gefallen haben, wie sie war. Aber für jene, die sie aus der Weltenwunde gezerrt hat, war sie perfekt. Und für jene, die sie auf dem Schlachtfeld gerettet hat, war sie unglaublich. Und für jene, die ihr Andenken am Leben halten, ist sie eine Heldin. Nur das zählt. Was ist daran so besonders? Frage ich. Sila verzieht das Gesicht. Nun ja, im Grunde nichts.
Aber dieses Schwert war seinerzeit legendär. Das heißt, wenn Janiel das Schwert in den Händen hielt, habe die Klinge strahlend hell zu glänzen begonnen und Dämon um Dämon gerichtet. Soldaten konnten Glanz aus der Ferne strahlen sehen, was ihren Mut schenkte, was ihnen Mut schenkte, ins Gefecht zu stürzen und dies zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, was dem Schwert nun fehlt oder wie man seine Macht wiederherstellen kann. Ich spüre nur, dass sie es geschändet haben. Camilla, ihr fühlt mit einem Gegenstand. Erstaunlich. Sind alle Paladine so sanftmütig und empfindsam? Sila, empfindsam ja, in gewisser Weise. Wir spüren das Böse sehr stark und alles, was von Dämonen berührt wurde. Glanz befand sich in bösen Händen und als Paladin kann ich euch sagen, dass sie nichts Gutes damit angestellt haben. Wie kann ein unschätzbar wertvolles Relikt hier unten landen? Sila, Janiel ist verschwunden, doch wie durch ein Wunder wurde Glanz aus der Schlacht gerettet. Niemand sonst hat das Schwert je geführt. Es ist Janiels Klinge und wird es immer bleiben. Daher wurde es mit den anderen Relikten der Kreuzfahrer in Estrods Turm gebracht. Doch nun scheint es, als habe es jemand gestohlen. Und es scheint zerbrochen zu sein. Sila lacht. Ich habe das eigenartige Gefühl, als würde ich einen Kriegerkameraden aus deinem Verlies retten. Hm? Aus einem oder deinem? Wir können es einfach nicht liegen lassen. Auch wenn es uns nichts nutzt. Hier unten nutzt es niemanden. Aber was, wenn es sich reparieren lässt? Tja, das wär's. Let's shake a leg! Together we stand. Lila gebührt die Ehre, das Schwert zu nehmen. Natürlich. Sie spricht noch ein Gebet, aber dann ergreift sie die sagenumwobene Klinge. Glanz. Ich denke, es muss noch ein wenig poliert werden, bis es wieder glänzt. Und wir müssen es reparieren lassen. Irgendwo, irgendwie, von irgendwem. Open your heart to me. Altrank Gold, das Übliche. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Camilla, spüre es. Auf. Anscheinend nicht. Ich schau doch mal, ob wir eine Kammer übersehen haben hier. Oder eine Geheimtür. Ich meine, das wäre es. Das ist die Folterkammer des Schreckens. Und dieses Gitter wird anscheinend nicht zu öffnen sein. Wie es aussieht. Hier stinkt es nach Fäulnis. Raus hier. So, das Paladinschwert ist zerbrochen. Aber wir haben es. Ich hab schon ganz Schreck gekriegt, ich dachte, wir hätten sie mitgenommen. Ja, Statue von Baphomet, Dämonenherrscher. Werden wir ihm auch gegenübertreten, wie Descari auf dem Marktplatz. Ich finde, ein Dämon reicht eigentlich, so ein Dämonenherrscher. Mehr muss man nicht haben, mehr muss man nicht kennen. Kennt man einen, kennt man alle. Naja, da kommt es ja noch zum Bossfight irgendwann. Ja, rauf, hinauf. Das heißt, das Blutbecken, in dem eine gewisse Husilla zur Entspannung badet, wie wir gelernt haben. Und ich hoffe, wir können die Tür öffnen. Ich schau gerade, rasten wir nochmal?
Rely on me. So ein paar Zauber haben wir natürlich verloren. Wer weiß, was uns dahinter erwartet. Besser wäre das. Take this thing away from me. Heiltränke mag ich nicht. Nur schwarze Heiltränke. Wunden verursachen. Alles andere wirkt nicht. So, das Paladin-Schwert. Kann ausgerüstet werden. Bringt aber momentan keinen einzigen Vorteil. Wie es aussieht. Ich denke, es muss erst repariert werden, bevor es was bringt. Der Bogen... auch nicht viel. Tja. Wir haben noch magische Gegenstände, die wir versuchen können auszurüsten. Ein Ring. Und ein Amulett. Get it off me. Nee, tut sich nichts. Und das Amulett? Ah, Rüstungsklasse 18 plus 1. Okay. Und bei Camellia? Tut sich da was? Auch nicht. Ich glaube, es hat sich nichts verändert. Ich glaube, den muss man noch identifizieren dann. Okay. Leider haben wir keinen Magier dabei. The road calls me. I'll take the bait. Oder geht das mit Fertigkeit, magische Gegenstände nutzen? Das weiß ich gar nicht genau. So, wir rasten. Bevor wir die Tür öffnen. Sicher ist sicher. You're almost half cute. I can only imagine what the knife of an experienced surgeon could do for you. That's a great idea. If we find one, we'll also get him to shorten that tongue of yours and take out your poison glands. Okay, eine kleine Neckerei am Lagerfeuer muss sein. Es ist soweit, wir können die Tür öffnen. Meine Treppe führt hinauf, das ist schon mal gut. Denn wir wollen ja hinauf in die Stadt. Genabres. So, Waffe ausgerüstet. Und Camellia sollte mal voranschleichen wegen Fallen. Eine Cutscene. Gepriesen sei Io Mede. Ihr seid hier zusammengedrängt wie eine Horde Tiere. Erbärmliche Monster. Nicht Mensch, nicht Dämon. Selbst Tieflinge sind weniger verkommen als ihr. Aber ich, euer Meister, Sava Melek. Ich kann euch nähren, Hungernde in der Dunkelheit.
Unterwerft euch mir. Nein, wir sind die Nachfahren von Kreuzfahrern. Einem Dämon zu vertrauen, wäre Verrat an ihrem Andenken. Stirb. Nun ist noch einem Nachfahren von Kreuzfahrern eine alte Legende teurer als sein eigenes Leben? Ungeheuer Monster in menschlicher Gestalt, zeigt eure wahre Natur. Das ist das süße, nahrhafte Fleisch eines rechtschaffenen Asima. Esst, Untergrundkreuzfahrer, esst das Fleisch des Kreuzfahrers von der Oberfläche. Findet eure wahre Stärke. Du stürzt dich auf den Dämon, aber die Luft scheint mit jedem Schritt dicker zu werden. Du fühlst dich, als würdest du unter Wasser beobachten, wie die Mischvölker einer nach dem anderen auf die Knie fallen und zum Körper des Asima kriechen. Du hörst, wie ihre Zähne sich durch das Fleisch bohren. Du hörst das Blut spritzen. Du hörst die ehemaligen Mischvölker wie Tiere fauchen, die sich knurrend um die saftigsten und zartesten Fleischstücke streiten. Kannibalismus. Vom Dämon beeinflusst. Deine Gefährten winden sich vor Schmerzen. Einer greift sich an den Kopf. Ein anderer krümmt sich gequält zusammen. Du spürst, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft. Der metallische Geruch weckt einen Hunger in dir. Der Hunger verwandelt sich in Wut. Dieser geflügelte Abschaum wagt es, dich seinem Willen unterwerfen zu wollen. Er wagt es, dich mit dem süßen Duft von Fleisch zu locken, unbefleckt von Verderbnis. Der Schuft muss sterben. Sterben! Und noch immer bleibt deine Klarheit bestehen. Irgendwo tief in dir drin, unter dem Schleier aus Zorn und Wut, spürst du, wie das Licht versucht, sich Bahn zu brechen. Wir können den Engelspfad beschreiten oder den dämonischen Pfad. Das Licht zeigen oder der Wut nachgeben. Wie entscheiden wir uns? Da ich ja eher einen düsteren Charakter spielen möchte, möchte ich der Wut nachgeben. Du lässt zu, dass die Wut von dir Besitz ergreift und wirst von einer bösartigen Freude durchströmt. Freiheit, die Freiheit, jeden zu töten, der dir im Weg steht. Der Dämon, der Kultist und ihr jämmerliches Mischvolk sind keine ebenbürtigen Gegner für dich. Du spürst, wie dir der scharlachrote Nebel des Hasses die Sicht verschleiert. Dein kochendes Blut will nicht länger ruhig in deinen Adern vor sich hinfließen. Es will frei sein. Er schießt in mächtigen, pulsierenden Strömen aus deiner Brustwunde hervor. Der metallene Geruch treibt dich vollends in den Wahnsinn. Zurück, ihr Würmer! Steht wieder auf. Savamelek. Der Dämon zischt und weicht zurück. Ah, ihr seid nicht, wie ihr auf den ersten Blick scheint. Ihr tragt unsere Macht in euch. Sklaven, zerstört diesen Abschaum. Ich schätze, wir kriegen Ärger. Schauen wir uns nochmal den Dämon an. 4 Arme. Eine heraushängende Zunge. Eindeutig ein Dämon. Wups, weg ist er. Ursula zeigt mit dem Finger auf dich. Sie ist bereits verwundet. Venduak, töten!
Benwork ist auch hier. Unser ehemaliger Gefährte. Ist sie ein Verräter? Hat sie sich den Dämonen angeschlossen? Kommt. Venduak tritt leise aus den Schatten. Ich diene euch nicht mehr, Hure. Euch nicht und eurem fliegenden Affen nicht. Ich kämpfe immer an der Seite der Stärksten. So, stellt euch auf unsere Seite. Gegen Huzilla. Das ist gut. I'll carve my name onto your flesh. Ein Kampf beginnt. Ja, ganz ordentlich Initiativewürfe. Zum Teil. Ja, was tun wir? Wir müssen Huzilla töten und ihre Schergen. Ich weiß nicht, wie mächtig Huzilla ist, aber wir konzentrieren uns erstmal auf Huzilla und setzen unsere Fähigkeiten ein. Person vergrößern auf Sila. Das hilft immer. Verderben. Oder Light of Angels. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon aktiviert hatte. Ich mach's nochmal. Das verfliegt ja nach einer Zeit. Man bekommt einen temporären Hitpoint, wie gesagt. Sila. Sturmangriff. Böses Niederstrecken verwarnen uns mal noch. Wer weiß, was da noch kommt. Richtspruch Schutz. Ist sie eine Inquisitorin anscheinend, Huzilla? Ja. Ich glaube, es ist ein Inquisitorspruch. Haben wir ja auch. Into the fray! Did I mess up again? Only death can stop me. Verderben. Verderben über euch. Was haben wir denn noch? Ein Richtspruch oder ein Schutzspruch. Also ist ja auch ein Richtspruch, der uns schützt. Wir attackieren erstmal. Gucken, wie zäh sie ist. Sie hat sich auf jeden Fall nicht gegen Verderben schützen können. Den Schlag. Wir schützen uns mit dem Richtspruch Schutz. Ah, ein Critical Hit von Camellia. 12 Schaden. Sehr schön. Noch halten wir uns sehr gut. Das war schon. Big Sila hat sie eher niedergestreckt. O mächtiger Dämon, schützt eure Herrin. Let me draw the first blood. Die ruft Monster herbei. Quasit
Deine Teufelchen? Okay. Ja, anscheinend sowas wie Mephits oder wer sind die anderen Kleinen nochmal? Ja, kleine Teufelchen. Komm gleich drauf. Egal, sie müssen sterben. The Inheritor, guide my blade! Ja, Camellia ist gar nicht schlecht im Nahkampf. Jetzt greifen wir auch mal zur Sense. Wir haben Wissen bei den Quasit erhalten. Durch Wissen Religion. Quasit greift Camellia mit Biss an. Nichts passiert. The light take you. Bam. Naja, nicht der Rede wert. Lan. Lan starrt auf die Mischvölkler, die bewusstlos am Boden liegen. Sie hatten keine Wahl. Sie wurden dazu gezwungen. Okay, ich würde sagen, bis hierher. Und mit dem Überlastungstutorial geht es dann weiter in der nächsten Folge von Wrath of the Righteous. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao. Ja, genau.